Herzlich willkommen zu diesem Video. Ich möchte dir jetzt zeigen, wie man in einem Anwendungsprogramm wie Word zum Beispiel Daten übernehmen kann. Und ich denke daran, Grafiken einzufügen, wie ich es hier schon gemacht habe, und auch einen Text hineinzukopieren, zum Beispiel aus dem Internet, aus einem Browser wie dem Google Chrome. Wie machen wir das? Als erstes möchte ich mal einen Text einfügen. Dazu gehe ich jetzt einmal ins Internet, gehe zu meinem Browser und habe jetzt hier die Seite von Wikipedia aufgerufen. Wenn ich jetzt hierher gehen würde und hier einen Bereich markieren würde mit gedrückter linker Maustaste, kann ich mir diesen Text jetzt hier kopieren, rechte Maustaste, und ich gehe auf Kopieren. Ich gehe jetzt zurück ins Word, suche wieder das Word, gehe an eine Stelle, wo ich es einfügen möchte, hier zum Beispiel, und drücke jetzt rechte Maustaste und habe hier die Möglichkeit, dann gleich etwas einzufügen. Das sind hier die Einfügeoptionen. Ich sehe dann gleich, wie ich es einfügen könnte, wenn ich jetzt hier den ersten nehme, also die ursprüngliche Formatierung beibehalten, wird das genauso hineinkopiert, wie ich es im Internet gesehen habe, mit den Links. Das heißt, wenn ich hier draufklicken würde auf diesen Hyperlink, würde ich zu einer bestimmten Seite springen, wo ich Informationen über diese Jahreszahl zum Beispiel finden würde, oder hier über Moses Mendelssohn zum Beispiel. Er übernimmt also genau diese Formatierung. Man kann es eben sehr lästig sein, wenn ich jetzt hier was tippen würde, würde diesen Link dann erweitern. Deswegen kann es manchmal sinnvoller sein, wenn ich einen Text übernehmen möchte, mache das hier jetzt einmal, oder ich lasse jetzt hier einfach noch einmal, und möchte das Ganze nochmal einfügen, rechte Maustaste, nämlich eine andere Option, nämlich hier diese dritte, nur den Text übernehmen. Und somit habe ich dann im Gegensatz zu hier unten die Möglichkeit, dass ich hier nur den Text übernehme, und wenn ich jetzt hier hineingehe, im Gegensatz wie ich da hier unten gehabt habe, wird dann keine Formatierung erweitert. Ich habe hier nicht mühsam dann zum Beispiel die Aufgabe, hier diesen Hyperlink zu entfernen mit rechter Maustaste, Link entfernen und so weiter. Das muss ich dann nicht mehr machen. Ich kann auch einfügen, diese Texte einfügen, hier rüben über das Menü, indem ich hier auf die Registerkarte Start gehe, auf Einfügen und mir dann hier wieder diese Möglichkeiten suche, wie ich etwas einfügen kann. Also du siehst, man kann sehr einfach aus dem Internet, wenn man auf einer Seite etwas markiert und kopiert, dann auch dann diese Inhalte einfügen. Jetzt möchte ich dir zeigen noch einmal, wie man Bilder, Grafiken einfügen kann. Ich gehe dazu wieder ins Internet, in mein Programm, habe hier eine Seite, habe hier ein Foto, und nein, hier mein anderes Foto, gehe wieder hierher, auf diese Seite pixabay.com, und da gibt es mehrere Grafiker, die kostenlos ihre Grafiken heraufladen, die man dann auch kostenlos verwenden kann. Ich habe hier einen Grafiker, der heißt McLeck 2000, der macht wirklich tolle Fotos und Grafiken. Suche mir jetzt hier ein Bild aus, das mir jetzt momentan recht gut gefallen könnte. Ja, das schaut da ganz interessant aus. Ich gehe jetzt hierher, mache rechte Maustaste, will kopieren. Er merkt sich jetzt, welches Bild ich hier kopiert habe. Gibt es eine sogenannte Zwischenablage, das heißt, der Computer merkt sich jetzt. Gehe wieder dann ins Word hinein. Geht hier, rechte Maustaste, gehe ich auf Einfügen, und er bietet mir an, dass ich so einfüge. Ich wähle gleich diese erste Möglichkeit, habe dieses Bild hier schon eingefügt und könnte das jetzt hier über die Größe dann verändern. Natürlich kann ich das Bild auch vorher auf der Festplatte speichern. Gehe wieder zurück, gehe wieder her. Zu diesem Bild könnte jetzt hier rechte Maustaste, Bild speichern, unter, speichere es auf meiner Festplatte und kann dann dieses Bild in mein Word-Dokument dann auch einfügen, indem ich hierher gehe und über Einfügen Bilder, dann mir den Weg suche, wo das Bild abgespeichert ist, und kann es dann ebenfalls wieder einfügen. Das heißt, entweder über die Zwischenablage durch Kopieren und Einfügen oder eben dann über die Festplatte. So, ich habe dir jetzt gezeigt, wie man Daten, wie zum Beispiel Text oder Bilder, in ein Anwendungsprogramm wie Word einfügen kann. In vergleichbarer Art und Weise geht es natürlich auch in anderen Anwendungsprogrammen.